Um die Formel des Schwerpunktabstandes besser zu verstehen, ein Zahlenbeispiel. Der Schwerpunktabstand in x-Richtung ist gleich der Summe der Einzelflächeninhalte mal ihrem Schwerpunktabstand in x-Richtung geteilt durch die Summe der Einzelflächeninhalte. Wir benötigen die Flächeninhalte und deren Abstände. Als erstes eine Einteilung, die ist hier vorgenommen. Also können wir diese Flächen benennen, A1 und A2. Die Schwerpunktlage dieser Flächen ist bekannt. Und nun brauchen wir noch deren Abstände. Als erstes wird dazu ein Koordinatensystem gelegt. Dieses Koordinatensystem kann im Prinzip überall liegen. Doch wenn man es unten in die Ecke legt, unten links, erhält man positive Abstände. Und deshalb empfehle ich, das zu Beginn so vorzunehmen. Die jeweiligen Abstände müssen nun angezeichnet werden, und zwar in Y-Richtung haben wir die Hälfte von 3, also 1,5, und von der Fläche A2 erhalten wir 3 plus die Hälfte von 2, also 4. In X-Richtung etwas einfacher. Dort erhalten wir 2 plus die Hälfte von 1, also 2,5, und beide liegen auf diesem Abstand. Als nächstes müssen die Flächeninhalte ermittelt werden. A1 ist gleich der Breite mal der Höhe, also 5 plus 1 plus 2, 5 mal 2. Gleich 10, A2 ist gleich 1 mal 3, also 3, die Summe davon ergibt 13. Jetzt können wir auch schon anfangen, das in die Formel einzusetzen. XS ist gleich, die Summe stellt sich da als A1 mal X1 plus A2 mal X2 durch A1 plus A2. A1 findet sich hier, x1 ist hier und a2 ist hier und x2 hier. Das eingesetzt ergibt 10 mal 2,5 plus 3 mal 2,5 geteilt durch 13. Und das ergibt 2,5. In Y-Richtung ist es ähnlich. Hier ist es A1 mal Y1 plus A2 mal Y2 geteilt durch A1 plus A2. YS ist somit gleich. A1 ist bekannt. Und Y-Abstand für die Fläche 1 ist 4. Und A2 ist bekannt und der Y2-Abstand ist hier. Das eingesetzt, 10 mal 4 plus 3 mal 1,5 geteilt durch 13 ergibt 3,42. Somit sind die Koordinaten des Schwerpunkts bekannt. Und man kann ihn in die Zeichnung einzeichnen. 2,5 ist auf dieser Linie. Und 3,42 ist etwas überhalb. Also ungefähr in diesem Bereich.
und somit ist der Schwerpunkt für diesen Querschnitt ermittelt.